Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieltipps für Gamer. Wir zocken hier Uncharted 3. Ja, nächster Part und wir sammeln wieder unsere Sammelgegenstände plus wir schauen uns die Story an. Ja, schöner Ausblick. Ich würde mal sagen, wir brechen hier mal kurz ein. Du schaust nach, ich warte. Wo sind wir nochmal vom Schauplatz? Ich weiß nicht, in Frankreich? Okay. Nee, die sind ja aus Frankreich weg. Ah, okay. Und jetzt sind wir irgendwo in... Also wir sind jetzt auf jeden Fall bei Elena und bei Chloe. Mhm. Irgendwo. Ja, ich habe es leider auch vergessen. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen, seitdem wir aufgenommen haben. Gestern kam auch nur eine Folge raus, weil wir hatten einfach keine Zeit. Heute kommen aber wieder zwei raus. Mhm. So, wo ist der Schatz nochmal? Der war hier irgendwo. Okay, da ist der Schatz, der blinkt ja, da sieht man ihn. Jetzt habe ich ihn. Da sieht man ihn sehr gut. Wir müssen einfach hier nach rechts. Ich bin nach links gegangen, da ist er. Da blinkt er jetzt wie verrückt. Mhm. Hey, zuerst hat er gar nicht geblinkt, gell? Mhm. Und jetzt... Oh! Okay, klettern wir nochmal runter. Zack, hier runter. Dann hier einfach nach rechts. Da kommt Drake. Ich weiß nicht, was er hat, warum er nicht klettert. Eigentlich können wir auch hier runter gehen. Hier einfach direkt runter. Zack. So ist leichter. Mhm. Ja, zack. Das ist der erste. Mhm. Und dann gehen wir weiter. Okay. Nice. Okay, was haben wir hier? Mit der Tür. Ja, ich denke, hier kommen wir nicht durch. Ich gehe oben entlang. Ich sage dir, wenn es sicher ist. Alles klar. Mhm. Wahrscheinlich nach rechts. Oh fuck, ich hab jetzt erschrocken. Ich habe gerade nach rechts geguckt. Mhm. Nach links geguckt. Hab mich voll erschrocken. Einigermaßen. Okay. Also Schatz, wir spielen nicht nur Uncharted 4 noch, sondern wir machen dann noch weiter. Es gibt noch andere Teile. Ich habe das nicht gewusst. Es gibt noch... Lost Legacy. Ja, es gibt noch irgendwas so mit zwei Frauen. Ich denke mit Chloe und Elena. Also so wie ich das verstanden habe. Ja, weil jemand hat irgendwann mich mal gefragt, ob wir Lost Legacy spielen von Uncharted. Das habe ich mir gemerkt. Kann sein, dass es so heißt. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau das heißt. Weil ich habe es nie gespielt. Mhm. Ich habe nur bis 4er gespielt. Mhm. Okay, was haben wir hier? Okay, hier scheint nur unten was zu sein. Oh, shit. Ein Killer-Chick. Ein Killer! Oh yes. Oh, dankeschön. Matrix-Style. Alter. Hast du gesehen, der hat seine Waffe genommen. Mhm. Oh, der sieht mich immer noch nicht. Warum sehen die mich nicht? Du bist wie unsichtbar. Ey, das ist ein Son of a Glitch. Braza wird hier viel Spaß haben bei Gnadenlos. Mhm. Heute kommen auch noch neue Teile von Uncharted 2 auf schwer und dann gleich Gnadenlos. Also Gnadenlos hat er jetzt auch geschafft. Das war einfach krass. Mhm. Also Brother B hat gesagt, dass Uncharted 2 war viel schwerer als 1. Mhm. Viel schwerer. Also da hätte ich echt Probleme gehabt ein bisschen. Also aber Respekt, dass er es durchgezogen hat. Sonst hätte ich es machen müssen. Mhm. Okay, da ist die Tür. Okay, jetzt müssen wir erstmal Sally aufmachen und dann können wir da zusammen die große Tür aufmachen. Zack. Ja, ich denke, also diese Zusatzerfolge bei Uncharted durch die Nathan Drake Collection, also diese ganz schweren Erfolge, also das ist wirklich eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Also das ist jetzt nichts für Anfänger. Ja. Weil das Spiel selber ist voll für Anfänger. Mhm. Na komm, Sally, wo bist du denn? Na los, hilf mir doch mal. Okay. Ah, okay, der dreht jetzt selber. Mhm. Okay, jetzt, ich musste auf ihn warten. Zack. Schau mal, ich denke, wir finden jetzt gleich heraus, wo wir genau sind. Mhm. Ich habe auch vergessen, wo wir sind. Okay, hier gibt es jetzt zwei Schätze. Einen hier oben. Da ist er. Zack. Und dann einen hier noch. Das ist, glaube ich, ein Museum gewesen, oder? Oder irgendein Park oder irgendein. Ja. Die sind ja bei Nacht jetzt dort und tagsüber sind da Touristen. Ja, ist wahrscheinlich nicht ganz ein Museum, aber irgend sowas ähnliches halt. Also, wie nennt man sowas eigentlich? Also, wie ein Park, oder?
Ja, also es war ja früher irgendwie eine Festung, eine Burg oder so. Und jetzt wird es halt wie ein Museum zur Schau halt gestellt, also wo halt die Leute sich das angucken können. Erinnert mich sehr stark, ich war mal im Urlaub in Spanien, in der Stadt Granada. Und dort habe ich die Alhambra besucht. Und das sah auch so ähnlich aus, nur halt noch viel schöner. Okay. Und das war halt so ein arabisches Schloss. Weil dort in dieser, das ist ja Andalusien, das ist so Süden Spaniens, das ist sehr beeinflusst worden so von den Arabern, ne? Weil einfach geografisch her, da waren halt so von der Kultur. Kultur, genau. Und dieses Schloss da, dieses Alhambra, diese Festung, die ist so schön. Also die ist einfach nur so schön. Da wurde mal auch ein Film gedreht. Okay. Ich weiß nicht mehr welcher, aber ja. Es ist echt berühmt und tausende von Besuchern pro Jahr dort. Also waren sehr viele Touristen da. Okay, die Frage ist, wie wir hier jetzt rauskommen. Hey, schau mal. Aha. Aber da ist Wasser. Springen wir mal runter. Oh, shit, okay. Oh, nee, kann man nicht. Hey, schau mal. Alhambra. Die Alhambra, genau. Okay, jetzt verstehe ich. Okay. Ist da unten was? Okay, warte mal. Ich schau's mir an. Okay, hier sind bestimmt nochmal irgendwelche Typen. Heute ist übrigens auch die Demo von Final Fantasy VII rausgekommen. Die werde ich dann auch noch bei Gelegenheit spielen. Ich habe heute ein bisschen wenig Zeit. Ich habe heute ein Coaching mit einem Kunden. Der zu mir kommt. Ja. Sonst hätte sie gleich gezockt. Zack. Okay. So. Hier müsste noch ein Schatz sein. Da ist es, genau. Zack. Sehr schön. Okay, und jetzt geht's hier hoch. Nice. Kann mich erinnern, in Granada gab's auch so viele Shisha-Bars. Ja? Ja, weil es ist ja so von der muslimischen Kultur halt beeinflusst. Da gibt's halt so Essen und Shishas. Und das war echt super. Ich habe mit meiner Freundin dann dort in der Shisha-Bar gesessen. Ich hab's voll genossen. Weißt du, wo wir in Spanien der Shisha waren? Wo eine Shisha irgendwie 25 Euro, die billigste Shisha kostet 25 Euro. Ja. Okay, so, hier ist nochmal ein Schatz. Nehmen wir auch noch mit. Okay, das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Schätze. So, Sally, let's go. Müssen wir nur noch Chloe finden. Und sie ist ja nicht mit Elena unterwegs. Ich verwechsel immer. Sie ist ja mit diesem Typen unterwegs. Da mit diesem. Ja. Keine Ahnung, wie der heißt. Schon vergessen. Opa, da ist er. Verdammt nochmal. Seid ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Talbot überfiel uns im Schloss. Das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ach, ich muss mein Guthaben aufladen. Benutzt ihr ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay, kommt. Krasse Abzocke. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Ich habe alles hier. Nicht nur, dass Elizabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Der British Occult Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Walsingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey Leute. Warte.
Und Marlo und Yazim? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar, klar. Hier, schaut mal her. Quod est superius? Est sicut quod est inferius. Natürlich. Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Haus. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Ah, geht doch. Oh Mann. Ja, Latein. Ich habe nie Latein in der Schule gehabt. Ich habe das von Anfang an nicht gewollt. Ich habe lieber Französisch genommen. Hast du gedacht, was will ich damit? Ja, genau. Ich habe gedacht, die Sprache existiert doch nicht mehr. Also ich will doch keine Schriften übersetzen. Wozu brauche ich das? Vielleicht wirst du irgendwann mal als Archäologin arbeiten. Gut, wenn ich irgendwas Geschichtliches machen wollen würde, dann wäre es noch okay. Wir sind so nah dran. Wir finden einen Weg um sie herum. Okay, da wollte wieder sich verpieseln. Mhm. Aber ich weiß noch, die Leute, die Latein hatten, die haben das immer verflucht. Weil es so toll ist. Ja, weil es so schwer ist. Das ist eine neue Waffe. Das ist nice, taugt mir. Nice. Ja, Doom 2016 platinieren wir auch gerade. Wir bereiten das für euch vor wegen Doom Eternal. Vielleicht habt ihr Bock. Also ich finde das Spiel so geil. Ich kann es kaum erwarten, da weiterzuspielen. Mhm. Wir haben da jetzt so 6 Parts aufgenommen. Das wird jetzt dann bald noch hochgeladen. Alter, also ich bin zurzeit so ein krasser Doom-Fan. Ich weiß nicht. Das macht so Spaß. Okay. Was ist hier? Hier kommen wir einfach hoch, okay. Tor, perfekt. Charlie, hilf mir mal eben. Charlie? Heißt der Charlie? Können wir ein bisschen lauter machen eigentlich? Ja. Ja? Okay. Ja, genau. Ja, okay. Hups. Charlie! Ist klar. Ja, lass doch einfach fallen. So, hier gibt's noch ein Geheimnis. Hier, zack. Mhm. Und dann fehlt uns nur noch ein Schatz jetzt, Leute. Ein Schatz. Dann haben wir's für dieses Kapitel. Hier sind noch Waffen. Okay, die brauchen wir nicht. Wir sind gut ausgerüstet. Oh. Oh. Oh, shit. Ich finde das Kampfsystem hier 1000-mal besser. Mhm. Als beim 1 und 2. Aber wirklich 1000-mal besser. Na. Der ist gepanzert. Mhm. Ich wollte mit dem eigentlich kämpfen. Aus Fun oder? Nee, ich hab ihm doch schon Schaden gemacht. Wenn ich jetzt auf ihn schieße. Mhm. Ja. Scheiße. Jetzt mach ihn fertig, verdammt nochmal. Na, endlich. Oh Mann. Oh. Ja. Oh! Okay, das war krank. Was sagst du zu der Stelle? Mit der Granate jetzt. Ja. Dass wir das überlebt haben. Oh.
shit. Reingebackt in die Map. Ja. Das ist der schlimmste Tod, wenn man in die Map reinbackt. Ja, ich mach das jetzt mal in Ruhe. Ich hab da jetzt mich beeilt. Ich mach einfach hier schön in der Deckung. Zack, räumen wir mal auf. Und dann gehen wir erstmal weiter. Hier ist ein Sniper. Ich treffe ihn. Ja, ja, chill mal. Okay, nice. Zack. Zack. So, jetzt mit Anlauf. Ah, hätte ich springen können. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal runterfallen. Zack. Oh yes. Mama, wir haben es geschafft. Okay, was ist hier los? Oh. Oh, hey. Ich arbeite dran. Schön mit der Uzi aufgeräumt. Alter, die Pistole ist auch geil. Okay, ich glaube, wir haben aufgeräumt. Mhm. Ja. Na, kommt hoch. Was ist das? What the? Wieder so ein riesiger Bub. Schaut aus wie so ein Milchbubi. So ein Riesenbaby. Zack. Zack, in die Eier rein. Ja, Kampfsystem ist richtig geil. Oh, unmenschlichen Schläger. Unmenschenschläger. Ah, Unmenschenschläger. Hier hoch, komm schnell. Ich glaube, da musste man 3 killen. Haben wir ja 3 gekillt. Kriegt man automatisch. Hier oben. Okay. Gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr jetzt geht's euch, ab. Okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Jetzt können wir hier hoch runter gucken. Wie oben so hoch unten. Sag sogar ja tolle. Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Der kleine Bär, der Polarstern. Ist doch klar, oder? Bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Könnte ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Ich will es zurück. Rätsel Time. Mach ich. Der kleine Bär. Ich kenne mich mit so einer Kacke nicht aus. Wenn du das Teleskop nicht benutzt, gib's her. Ich finde ihn. Ich benutze es schon. Ach so, ich muss es drücken. Und dann, was soll ich dann machen? Du musst... Opa. Ja, Granate wollte ich jetzt nicht schmeißen. So, wir müssen also den Polarstern finden. Ja, kurze Dirken, wie finde ich den? Ah, jetzt von hier, man kann nicht von vorne. Okay. Wo zum Teufel ist da? Also, hier gibt's 2 solche Teile. Das ist doch der, oder? Ich hab sie. Ja. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Das habe ich einfach logisch mal überlegt, weil da ist halt, ja. Das ist aber sehr gut sichtbar. Leute! Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Nein! Raketenwerfer. Ja. Vorsicht! Runter! Wuhu! Okay, jetzt müssen wir fliehen. Okay, das war jetzt zu einfach, finde ich, mit dem Eingang.
Alter. Was haben die da gemacht? Was ist los mit den Typen? Wir machen hier. Oh, Präzisiongewehr. Ah, ich muss sie erstmal killen, oder was? Ja, da. Einer ist down. Ich glaube, der. So, der ist auch down. Alter. Mhm. Okay, wir haben's. Also wir mussten sie killen, sonst ging's nicht weiter. Okay. Alles klar. Oh, da ist noch einer. Alter. Alter, das war schon hoch. Alter Schwede. Was der Himmel überlebt, gell? Mhm. Oh Mann. Oh, mein Scharf ist weg. Ich hab nur die Pistel aus der Kistel. Pistel aus der Kistel. Hey! Hey! Hey, hey! Alles klar, Leute. Ja. Ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch. Vorsicht! Obacht! Oh, Mist! Hey, Mann! Da! Der Turm! Was ist mit Sally und Chloe? Denen geht's gut. Sieh mal, sieh mal. Da ist er. Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute Und weg ist er. Dass dann noch nicht die Polizei gekommen ist. Mhm. Weil die Explosionen waren schon heftig. Niemand merkt was. Hoppa. Magnum 5, alter Schwede. Zack. Oh! Hey, 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 chill mal. Test mal Magnum. Das Magnum eins. Kaputski. Shit. Ah, oh, Alter. Ich wusste, dass sie durchkommen. Ketchup. Mhm. Für jeden, der weiß, was ich damit meine. Alter, das ist krank, was hier abgeht. Shit. Was haben wir hier? Mhm. Nice. Hopp. Ey, was macht der? Was macht der? Was war das denn jetzt? Ah, okay, der ist auch down. Okay. So, dann können wir weitergehen. Mhm. Zack. Einen Schatz muss man noch finden. Mhm.
Hier sind wir wieder unten. Okay, alles mal erkunden. Weil der war in so einer Gruft drin, in einer. Mhm. Ich kann mir nicht mehr genau erinnern. Wo normalerweise. Ein das finden wir schon. Okay, gehen wir weiter. Komm, hier lang. Ganz genau. Oh, gut, man hat irgendwas anderes erwartet, ne? Ja, oh. Ein Abstellkammer. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Mhm. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann, wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal, oben, unten. Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Es sieht fast so aus. Das Teleskop. Ja, klar. Danke. Okay, wir müssen wieder gucken. Hey, ist das Symbol wieder? Okay, was suchen wir hier? Eine Statue oder was? Oder das Symbol? Ah, wir müssen uns da hinstellen und dann gucken. Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben. Eine Art Zeichen oder da. Symbol. Warte. Mhm. Da ist was. Ja, da. Aha. Wie die unten so oben. Oben. Aha. Okay. Beweg das Visier nach oben. Was siehst du? Mhm. Gar nichts. Okay. Dieses Gebäude oder was? Hm. Ja. Ah, da. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sally und Chloe. Sie sind da drüben! Shit! Ja, natürlich. Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben! Wir müssen weg! Sie stören uns. Wow, shit! Wo kommt das denn her? Das ist Sally! Genau, ich glaube, in dieses Gebäude müssen wir. Wir werden das auf jeden Fall finden, Freunde. Oh. So, ich bin fast tot. Damn okay. It. Egal. Kriegen wir hin. Easy going. Christian wird hier viel Spaß haben. Easy peasy. Auf gnadenlos. Mhm. Okay, so. Erstmal den. Ah, in so eine Burg kann man natürlich sich sehr gut verstecken. Ja. Oh shit, wieder eine Granate. Alles gut. Also ich mag das Setting hier. In dieser Fette. Burg. Ja. Ja. Hm, Sally. Okay. Oh, oh. Oh, yes. Der her. Von hinten hast du gesehen? Mhm. Durchgerollt. Mhm. Bleib von den Lasern weg. Okay. Wir können die Säulen vom Turm aus erreichen. Na komm schon. Geh mal hier rüber. Irgendwo ist hier eine Gruft, die müsste kaputt gegangen sein. Ich glaube, das ist die. Ja, das ist sie. Ja, genau, hier ist der Schatz. Mhm. Also da müssen wir sowieso hin. Komm schon. So. Da ist er. Yes. Das ist der letzte. Juhu, haben wir gefunden. Mhm. Kreuz. Sehr schön. Oh yes, neue Trophäe. Oh yeah, perfekt. Baby. Platin, willkommen. Seid
Zumindest in einem Stück. Okay. Ich glaube, wir haben etwas. Schön, dass ihr okay seid. Gleichfalls. Ja? Kann ich nicht rüberspringen? Oh, shit. Okay, wahrscheinlich ist hier wieder ein Rätsel. Gut, das ist die Wand. Rätsel, Blätsel. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll. Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich. Einem Heiligtum oder einer Opferstätte? Oh, das hört sich spaßig an. Okay. Hey, vielleicht um die Ecke. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt findet er selber. Oh. Oh, wir sind um die Ecke gegangen und er wird entführt. Geben Sie sie mir. Shit. Er verliert das Bewusstsein. Gut. Ja, und die anderen sehen ihn nicht. Die sind hinter dem Eck. Das Tagebuch. So einfach gibt er das her. Ja, da wurde da angepikst mit irgendeiner Droge. Siehst du? Danke. Ist es nicht? Im ja, Hals. doch, ich sehe es trotzdem. Trau niemals Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein! Er ist weg! Was zur Hölle? Hey Charlie, bist du okay? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie, hier. Yeah. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Er ist unter Drogen. Hau bloß ab. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallos. Charlie, hör zu. Hey, alles ist hau gut. Ab. Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwohin mit. Komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein. Er stirbt. Schmilzt. Er wird sterben. Wir können nicht bleiben, weiter. Wie? Wir müssen irgendwie. Der ist jetzt erstmal auf dem Trip. Wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur, ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Magiers. Jetzt, LSD-Trip. Mann, wo war das? Aber das ist auch, sein Bewusstsein ist jetzt erweitert. Er kann jetzt die Welt ganz anders mit anderen Augen anschauen. Ne, der Mittelweg. Jetzt geht's auf einmal, oder was? Mit der Schieben? Ja, vorher ging's nicht. Sally, hilf mir hier mal. Ah, nice. Okay. Das gefällt mir. Nice. Na los, komm schon. Charlie, ich bin jetzt gespannt, was hier drin ist. Schon wieder irgendwelche Spinnen. Und der hat da Angst. Der Charlie hat da voll Angst. Na, der ist ja jetzt voll auf. Ja. Cocktail. Alter, ich bin jetzt gespannt, was da drin ist. Okay, ich glaube, jetzt ist aber nächstes Kapitel. Ja. Okay, Freunde, wir sehen uns im nächsten Kapitel. Abonniert den Kanal, wir sehen uns.